Es gibt Tage, da finde ich Orte, bei denen hätten die meisten von uns wahrscheinlich nie geglaubt, dass sie überhaupt existieren. Manchmal direkt neben uns. Auch in diesem Falle stoße ich zusammen mit Heiko auf eine Geschichte, die ich bis dahin trotz meiner unzähligen Abenteuer noch nie zuvor erlebt habe. Regen, Regen, nichts als Regen. Ein Ort voller Geheimnisse, ein Ort verborgen hinter Gestrüpp und Blättern, an dem der Zahn der Zeit schon längst angefangen hat zu nagen. Hallo? Hier ist einfach ganz viel Sand. Und ein riesiger Pool? Alter Schwede. Was? Ein goldener, riesiger Kronleuchter. Wie oft habt ihr schon einen Bierzapfhahn in einer Küche gesehen? Ein begehbarer Kleiderschrank, Leute. Diese Treppe? Oder diese Treppe nach oben? Hier riecht's jetzt original nach Klinik. Ein unfassbar riesiger Bereich zum Behandeln von Patienten. Blutproben und so weiter. Alter, nicht, wir finden jetzt hier noch Röntgenbilder. Die Wirbelsäule wurde hier, glaube ich, geröntgt. Hier musste man den Code eingeben, um reinzukommen. Was ist denn jetzt hier hinter? Mal eben durchs Loch. Matsche, Matsche, Pampe. Oh, schnell weg vom Weg. Hier über den Baumstamm, übers Geäst. Und die Hose mal wieder komplett nass. Und was tut sich hier auf? Man sieht nicht so sonderlich viel gerade, aber das ist ja mal mega krass. Eine komplette Villa? Hier ist auch direkt die Tür wieder offen. Der ewige Klassiker. Alter, was ist das denn? Hier ist einfach ganz viel Sand. Und ein riesiger Pool, der tatsächlich so mit so einer Rinde hier versehen ist. Und solchen ganz, ganz komischen Ventilatoren an der Decke. Das ist, damit hätte ich jetzt aber am Anfang nicht gerechnet. Und damit würde ich sagen, mein Name ist PJ Adventure und das ist mein Kanal. Und gemeinsam mit dem Heiko, der sich dort befindet, bin ich mal wieder unterwegs. Dieses Mal in einer riesigen alten Location. Direkt am Anfang gleich ein Pool, das kann nur mega krass werden. Hier liegt direkt Sand auf dem Boden. Richtig schöner Sand von der Ostsee oder so. Alleine, dass hier so ein Pool war, der auch mit Innenbeleuchtung versehen war und so, ist ja auf jeden Fall schon mal irgendwie ein Indiz dafür, dass hier mindestens mal eine sehr, sehr reiche Person gelebt haben musste, die sich sowas hier leisten konnte. Einfach ein eigenes Gebäude mit Pool. Hier hat man übrigens schon mal so einen Blick nach draußen. Guck mal. Da kann man jetzt auch nochmal erkennen, in welchem Stil das ganze Haus gebaut wurde. Also definitiv alles Reetdach, auch das wird nicht lange halten. Da hat man ja immer so ein bisschen das Problem, dass da schnell mal das Wasser durchkommt, wenn man das nicht pflegt. Okay, weiter geht's hier lang. Da nach oben gucken wir, glaube ich, später. Das wird nicht die einzige Treppe gewesen sein. Da geht sogar mehrere Etagen hoch, wie in so ein kleines Türmchen. Und nach unten geht es auch nochmal. Da unten sehe ich schon Wasser im Keller. Aber das sparen wir uns auf jeden Fall mal auf. Wir können das Licht auf jeden Fall wieder aus. Schaut euch das an. Ein Riesentisch und vor allem Möbel, die explizit für diesen Raum hier zugeschnitten wurden. Stuck an den Wänden hier, solche Rosetten nennen die sich, glaube ich. Flügeltüren auf der Seite und da hinten sich sogar schon ein Kamin. Dieser Raum hier ist an sich ja schon extrem beeindruckend. Mich interessiert extrem, wer hier mal gewohnt hat. Das ist doch nicht normal, das richtet sich doch keine Person, keine normale Privatperson so ein. Jetzt ist aber auch überhaupt noch die Frage, ob diese Teile hier privat genutzt wurden oder für einen ganz anderen Teil. Denn ich habe gehört, dass das Ganze hier einen anliegenden Teil Klinik haben soll und das in Kombination eben mit der Villa des zu praktizierenden Arztes, Doktors, Professors, der hier gelebt hat. Ganz sicher bin ich mir da allerdings nicht. Wer da aktuelle Infos hat, schreibt die gerne, ohne die Adresse natürlich, in die Kommentare. So, ich gehe jetzt mal weiter in die Richtung Flügeltür. Das, was einen jetzt hier erwartet, ist der absolute Hammer. Man fühlt sich ja fast wie in einem Ballsaal. Ein unfassbar großer Raum. Noch komplett mit Teppich auf dem Fußboden. Da vorne diese Galerie, da kommen wir bestimmt später noch hoch. Entweder über die kleine Wendeltreppe dort vorne oder über einen anderen Teil. Aber das ist ja wirklich, wirklich krass. Schade, dass hier so viel Graffiti wieder am Start ist. Ach, das macht die Location natürlich wieder so ein bisschen kaputt, aber gut. Und hier draußen auf jeden Fall nochmal einen Blick auf den Innenhof. Hier sind so schöne Buchsbaumbüsche angepflanzt. Und dahinter ist irgendwie nochmal ein riesengroßes Dach, wo auch immer es dahin geht. Aber am beeindruckendsten ist natürlich definitiv diese krasse Fensterfront hier. Mit Blick in den großen Garten. Vielleicht waren hier mal Obstbäume, alles gut gepflegt. Man konnte draußen sitzen. Und wenn hier tatsächlich mal Klinikgäste waren, vielleicht sogar hier nach Heilung oder Genesung. Hier dann eine schöne Zeit im Kamin
Zimmer verbringen. Weil ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das hier wirklich als privates Wohnzimmer genutzt wurde. Ich meine, gut, man kann es nie genau sagen, aber ich glaube eher, dass irgendwo hier in der Ecke ein Flügel stand und man dann hier, ja, einen Kaminabend im Kaminzimmer verbracht hat. Vielleicht wurde Champagner gereicht, Kaviar. Ich stelle mir immer die klassischen Beispiele vor. Lachsbrötchen. Keine Ahnung, Leute. Ich habe so einen Lifestyle nie erlebt. Für mich ist das eine sehr fremde Welt, aber auch sehr, 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 sehr beeindruckend. Definitiv. Schaut mal, Leute, hier ist auch nochmal eine Tür. Ah, okay, alles klar. Hier ist die Küche. Was ist das denn für eine Küche? Kleines Waschbecken hier vorne. Hier tatsächlich ein Aufzug für Essen sogar. Hier hat es einen Bierzapfhahn. Wie oft habt ihr schon einen Bierzapfhahn in einer Küche gesehen? Das ist ja ultra krank. Miele Backofen. Und was ist das hier? Glaube ich, so ein Warmhalteding. Das ist schon eine beeindruckende Küche. Auf jeden Fall riesengroß. Hier hat es auch ein Telefon. Mit Knöpfen hier so direkt im Hörer. Auch ziemlich cool. Also wer so eine Küche hat, der muss auf jeden Fall Geld haben. Ich finde immer, so eine Küche ist irgendwo immer so ein Statussymbol. Da sieht man natürlich auch dran, dass hier wahrscheinlich echt krass gespeist wurde und na, wahrscheinlich selten selbst gekocht wurde. Alles viel zu groß, weil es halt eine Villa ist und weil hier so eine große Küche rein muss, die alleine wahrscheinlich 30.000, 40.000 D-Mark gekostet haben muss zu damaligen Zeiten. Das ist schon echt krass. Hier geht's jetzt weiter in die nächste Flügeltür. Hier brauchen wir auf jeden Fall Lumos, wieder das passende Licht. Alter Schwede, was? Hallo? Guckt euch diesen riesen Kamin an. Dazu hier der Kronleuchter. Ein goldener, riesiger Kronleuchter. Ein Treppenaufstieg nach dort. Der geht dann bis nach da oben wahrscheinlich zur Galerie. Auf jeden Fall würde man hier über diese schwere, doppelte Eichenholztür hereinkommen. Und dann kann man sich aussuchen, diese Treppe oder diese Treppe nach oben. Ich würde sagen, wir nehmen als erstes mal diese Treppe. Hier ist so eine Art Garderobe gewesen. Da sieht man da noch schön die Stange, wo die Kleidungsstücke hingen. Und hier geht es jetzt den roten Teppich bis nach ganz oben. Um dann nochmal einen schönen Überblick über dieses Atrium, den Eingangsbereich, zu haben. Das da oben ist übrigens keine Kamera, sondern so ein alter, ja, so ein Projektor oder ein Strahler, so lasermäßig, der irgendwas hier an die Wand projizieren konnte. Vielleicht sogar das Symbol der Privatklinik des Mannes, welches dann da dran war. Absolut abgefahren. Nehmen wir mal als erstes gleich diese Tür hier. Hier kommen wir jetzt nämlich nochmal zu diesem riesen... Ui, das war laut. Zum großen Kaminzimmer. Da konnte man dann hier herrlich runterblicken. Absolut crazy. Wer weiß, hier oben dann bestimmt nochmal eine schöne Sitzecke mit Sesseln. Ha, den ging's schon gut hier. Das kann man nicht anders sagen. Gehen wir hier mal wieder raus und schnappen uns mal direkt die nächste Tür. Ah, das sieht sehr nach Wohnbereich aus hier. Kleinere Leuchten, alles etwas. Ich wollte schon dezent sagen, aber das würde es auf jeden Fall nicht ansatzweise treffen. Ganz viel Wandschrank. Und hier habe ich schon kurz gesehen, das Badezimmer. Auch nicht von schlechten Eltern. Passend hier mit so einem Fischkopf, wo du hier in der Flosse drehen konntest, damit Wasser kommt. Hier wahrscheinlich warm oder kalt einstellen und regulieren konntest. Hier hinter verbirgt sich eine ebenerdige Dusche, also da auch schon relativ modern. Toilette, Bidet, auch das natürlich hier, um sich das Hinterteil zu waschen. Und eine Dusche mit selbstverständlich Whirlpool-Funktion mit verschiedensten Düsen und Einstellmöglichkeiten hier. Und sogar ein schöner Blick ins Grüne. Wirklich ein Grundstück natürlich 1A, ne? Das ist schon wirklich ganz herrlich. Hier hat man bestimmt perfekte Ruhe. Schaut mal, bis da hinten geht es noch weiter. So, gehen wir von dem gefliesten Badezimmer nochmal weiter ein Stück geradeaus. Dann haben wir hier noch einen weiteren Raum. Eigentlich recht unspektakulär. Schöner Balkon, das natürlich herrlich an der Stelle. Und hier aber die Besonderheit, hier scheint, und das kenne ich aus Krankenhäusern, ein Wäsche... Ja, das ist so ein Wäscheschacht. Guck mal, wenn man da mal reinguckt, geht's bis sonst wo runter. Hallo? Da ist da unten tatsächlich der Wäschekeller. Da ist sogar Wasser. Krass, und da geht's sogar auch noch eine Etage höher. Das ist ja wirklich hier interessant, was auch immer das jetzt war. Das sagt mir nichts. Ah doch, natürlich sagt mir das was. Das war ein elektrischer Vorhang auf- und Zuzieher. Warum auch ausgerechnet dort, aber den gab es hier. Krass. Ja, und hier der schöne Balkon. Da vorne sieht man sogar recht schön so einen Ententeich. Ist der offen? Tatsächlich. Jetzt hört man es sogar. Hier ist der große Kaminraum. Überall Vögel. Natur pur.
Also das Haus, darüber kann man sich ganz klar streiten. Das ist auch nicht mein Fall. Aber dieses wunderschöne Grundstück mitten in der Natur ist schon was ganz Besonderes, keine Frage. Und vor allem auch mit dem Reetdach, das ist natürlich auch sehr, sehr cool und irgendwie sehr besonders. Aber hier sieht man es schon, es geht langsam kaputt. Gut, machen wir hier die Tür wieder zu und nutzen, würde ich sagen, hier vorne die Wendeltreppe. Denn die haben wir hier unten auch schon gesehen. Hier wirklich ein komplett mit was? Was? Ich wollte gerade sagen, geh mal ein Stück höher. Wir können gerne noch ein Stück höher gehen. Problem ist nur, hier ist Ende. Hä? Das war einfach nur dafür, um hier zum Fenster zu kommen, um es zu putzen, oder wie? Oder war das hier das Fenster von Rapunzel, um das Haar herunterzulassen? Aber es ist cool. Ich würde, glaube ich, hier oben öfter mal sitzen und irgendwie einfach aus dem Fenster schauen. Das ist schon cool, so ein eigener Turm. Aber gut, dann bringt uns das hier tatsächlich nichts und wir müssen die nächste Treppe vom Atrium nehmen, um weiterzukommen. Bevor wir das aber tun, haben wir hier natürlich auch noch eine Treppe, die nach oben führt. Mal gucken, wo man hier hinkommt. Das ist einfach nur ein begehbarer Kleiderschrank, Leute. Alles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist komplett nur Kleiderschrank. Ein unglaublich riesiger, begehbarer Kleiderschrank. Einfach auf der kompletten Etage. Was will man denn in diese ganzen Schubladen hereintun? Ich wüsste ja schon, hier, da, das wird mir reichen. Zwei Fächer, das ist meins, der Rest. Macht, was ihr wollt. Ein Gegenstand ist sogar noch da. Dieser alte Handschuh hier. Ob der wohl wirklich dazu gehört hat, wage ich einfach mal zu bezweifeln. Na gut, gehen wir hier auch wieder runter. Und ab. Zurück ins Atrium. Inzwischen hat es draußen auch richtig angefangen zu schütten. Oh, guck mal, geht das gerade draußen ab? Geht hoch die Treppe, Treppe hoch. Da, 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 da. Wieder ein langer Gang. Oh, was ist das denn? Das scheint so ein alter, uralter Schrank zu sein. Und da drin befindet sich einfach ein Waschbecken. Aber der Schrank sieht sehr, sehr schön aus irgendwie. Ist halt wirklich sehr alt. Hier sind einfach Räume, kleine und größere. Und hier das nächste Treppenhaus. Und hier gehen wir jetzt, glaube ich, mal nach unten. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Hier riecht es jetzt original nach Klinik. Man kennt ihn ja inzwischen, diesen Geruch. Dieser klassische, geile, ja, unbeschreiblich, halt so ein bisschen nach Desinfektionsmittel, dieser Klassiker einfach, der Klassiker in der Klinikszene. Alter, dieses alte Muffige. Klein und verwinkelt, irgendwelche Rohre. Was ist denn hier wieder los? Guck mal, hier so ein Schwesternbereich, kann man sagen, so ein Eingangsbereich. Und dann das. Ein unfassbar riesiger Bereich zum Behandeln von Patienten. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 auf dieser Seite. Und dazu so eine schöne Malerei. Und das Ganze recht schön gemacht sogar mit großen Dachfenstern, wo das Licht schön hereinscheint. Und ob ihr es glauben wollt oder nicht, das Ganze wird hier getrennt von so einem Überwachungsbereich und geht da hinten nochmal genauso groß weiter. Sowas habe ich in Kombination mit so einer riesen Megavilla noch nie gesehen. Das ist ja absolut krass. Das Ganze hier war wohl auch mal eine Dialyseklinik. Das heißt, hier wurde quasi das Blut gewaschen von Leuten, die große Nierenprobleme haben. Und das Ganze halt als Tagesklinik. Das heißt, die Leute kamen hierher, wurden privat in dieser Klinik wahrscheinlich sehr, sehr teuer behandelt und besonders gut. Fest steht auf jeden Fall, dass hier überall Krankenbetten waren. Hier jeweils drei Anschlüsse, wo das Blut dann durchlief, das Ganze sehr, sehr professionell gebaut. Ja, und dann wurde das Ganze hier immer wieder gereinigt. Ob man sich dabei überhaupt unterhalten konnte, schläft man dabei? Ich glaube, man wird sehr, sehr müde, wenn mich nicht alles täuscht. Und man unterhält sich dabei nicht, sondern pennt eher sehr, sehr schnell ein. Aber korrigiert mich da gerne, wenn ihr das besser wisst und da auf jeden Fall Bescheid wisst. Ja, hier vorne geht's noch zu einem anderen Raum. Kotex Automatik. Ist das hier so ein Reinigungsgerät? Ja, und hier irgendwelche Badezimmer oder sowas. Hier geht's irgendwo weiter. Eine kleine Küche gab's hier noch. Ja, für die Mitarbeiter natürlich. Kommt man hier lang eine Treppe hoch? Biwakart. Hier musste man einen Code eingeben, um reinzukommen. Was ist denn jetzt hier hinter? What the fuck? Hier fühlt man sich ja wie in einem Schiff. Und hier ist tatsächlich auch ein Teilschiff. Hier sind auch so verschiedene Stecknadeln mit ganz vielen,
Ja, mit irgendwelchen Orten, wozu auch immer und welche Orte das auch immer waren. Hier stecken ganz viele Nadeln irgendwo drin in dieser Karte. Das Ganze ist wirklich aufgebaut wie eine Schiffskabine und wahrscheinlich hier die Kommandozentrale des Arztes. Hier sind so ganz leichte, milchige Dachfenster integriert, zwei güldene Lampen und dieses komische Ledersofa. Irgendwelche Anzeigen. Alle Plätze konnte man hier tatsächlich überwachen. Ja, das waren hier tatsächlich die Überwachungsdinger für, boah, mit tatsächlich extrem viel Technik, für den nächsten Raum, der wichtig ist, und zwar diesen hier. Alter, das ist ja eine absolute Schaltzentrale hier. Ganz viele Lampen, alles aus Gold. Und dann konnte man in die Richtung schauen, in den zweiten großen Raum mit nochmals jeweils 10 Plätzen, vermute ich. Und den Raum, bei dem wir gerade schon waren, den mit der Wandbemalung. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist ja wie in einem Film hier. Der Zustand hier und dieser Baustil in Form von einer Kapitänskajüte der Titanic oder so ist einfach so surreal und merkwürdig, dass ich mir nicht so richtig vorstellen kann, wer dieser Typ hier war. Und der Typ hatte wohl wirklich ein Faible für Schiffe oder so. Denn alleine hier diese komischen kleinen Lämpchen und so, die ganzen Schalter, alles versucht in so einer Echtholz-Optik zu halten. Diese ganzen Uhren, alles in Gold, alles irgendwie aus Holz, ist A, richtig teuer und B, halt richtig ungewöhnlich. Diese ganzen Schubladen hier und so, das hat man halt einfach nicht alle Tage. Da ist sogar noch was drin. Können wir das mal raus? Ey, sagt nicht, wir finden jetzt hier noch Röntgenbilder. Es sieht ganz danach aus, Leute. Das Ganze wurde 1998 gemacht. Hier sind verschiedenste Teile, wahrscheinlich hier auch Ultraschallaufnahmen von der Struktur der Niere. Und eben die Wirbelsäule wurde hier, glaube ich, auf jeden Fall geröntgt. Das ist ja krass. Einfach noch Akten gefunden. Und das sind ja wirklich Akten, die unter Verschluss gehören. Die wurden hier einfach wahrscheinlich vergessen. Das ist wieder so eine Sache, wo man sich echt fragen kann, was hier wieder los ist. Das ist alles so unglaublich. Hier steht sogar noch... Alter, das wird immer suspekter, immer suspekter. Ich fasse es nicht. Hier steht noch der Name des Doktors drauf, Dr. Wolf. Dieser Doktor war also hier in seiner Kabine, wahrscheinlich durfte sogar niemand hier rein. Er hat die Patienten hier irgendwie so unter seinen Fittichen gehabt und dann wurde hier über diese Röhrchen die Post zu ihm hier hingeschickt, die er dann hier rausnehmen konnte und dann diesen ganzen Bereich nur für sich hatte. Alleine schon, dass nur spezielle Leute mit Zugangskarte hier und so einer Klingel hier reinkamen, ist ja schon komisch. Schreibt eure Meinung zu der Location auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich finde es hier einfach unfassbar unheimlich irgendwie. Mich auch gar nicht mehr zu lange aufhalten. Heiko weiß hier irgendwie jetzt nochmal, wo die Dialyseanlage ist. Hat er gerade gefunden. Quasi direkt hinter der Wand. Boah, hier muss man aber ziemlich eng durch. Tatsache. Hier drin meinst du? Ja. Was das ist, keine Ahnung, aber genau diese Rohre hier führen halt dahin. Irgendwelche Chemikalien, die zur Blutreinigung gedient haben, die da einfach noch in diesem Kasten drin ist. Boah, das muss hochgiftig sein und ist hier einfach weiterhin drin. Das hat keiner mehr abgezogen. Hier ist auch noch so ein komischer Katheter, der da irgendwie von A nach B geht. Nee, Leute. Nee. Unheimliche Angelegenheit. Und hier vorne... ist nochmal so ein Ding mit so einer komischen, ja, Karteneinschub. Hier kann man wieder nicht einfach so rein. Ist hier nochmal eine Schiffskajüte oder was? Was? Hier ist erstmal eine Klingel. Ding dong. Nochmal so eine Lampe, die hier irgendwie gar nicht mehr dran ist, die theoretisch mal hier herangehörte. Fürs Ambiente. Eine Lederbank. Das Ganze ist aber eine Toilette. Aus Leder. Aus Leder, Leute. Kann man es denn fassen? Das ist komplett Leder. Ein Wunder, dass nicht auch noch die Klobrille aus Leder ist. Ist doch nicht normal. Der hatte doch komplett... Also, was ist hier los? Ich meine, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber wer hat denn eine Toilette mit Zugangskarte und Lederbank? Es ist aber ganz mysteriös. Ganz, ganz komisch. Wir haben jetzt hier gerade nochmal spontan so einen Treppenabgang gefunden. Keine Ahnung, wohin es hier geht, aber es geht auf jeden Fall runter. Hier muft's unfassbar. Und das hier ist der dunkle Anmeldebereich. Mensch, doch, wenn du hier ankommst, da weißt du direkt, du bist zu Hause. Hier bist du in guten Händen. Boah. Überall nochmal solche... Oh, sogar ein Labor? Alter Schwede. Seifencremespender. Nochmal zig Rohre mit irgendwelchen Anschlüssen. Ist ja Wahnsinn, wie riesig das hier alles ist. Und tatsächlich hier nochmal ein kleines Labor, wo man sämtliche Dinge...
untersuchen konnte. Wahrscheinlich ging es hierbei vor allem um Blutproben und so weiter, um die hier nochmal genau unter die Lupe zu nehmen. Da gibt es doch so Zentrifugalvorgänge und so, keine Ahnung, da möchte ich mich nicht drauf festlegen und nichts verifizieren, da kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus. Schreibt es da gerne mal in die Kommentare, aber das hat man hier wahrscheinlich gemacht. Aber es riecht hier so stark nach diesem alten PVC-Boden, dass ich mich hier einfach auch nicht so lange aufhalten möchte. Gut, gehen wir wieder nach oben. Mir kommt es halt nur so vor, als ob uns hier gleich Dr. Wolf entgegenspringt. Ohne Scheiß. Irgendwie erwarte ich ihn hier schon, wie er mit seiner Kapitänskappe einfach auf uns wartet und uns in ein schönes Lederbettchen einbetten wird. Der hat doch bestimmt hier einen Geheimraum, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, der lebt hier immer noch weiter. Lasst uns hier verschwinden. Ja, das haben wir ja schon gesehen, Leute. Ich würde auch sagen, wir verlassen hier das Gebäude. Ach, dann können wir uns das Ganze nämlich auch nochmal von außen angucken. Das ist nämlich doch ziemlich interessant. Da kann man jetzt doch sehen, wie schlecht auch der Zustand des Reetdaches schon ist. Dort oben ist schon eigentlich kaum noch Stroh auf dem Dach. Das heißt, die nächsten Jahre wird das Ganze hier doch auf jeden Fall zusammenbrechen. Da sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Ich glaube, dieser Teil ist auch der, wo die Dialyse drin ist. Boah, hier gab es auch unfassbar viele Garagen. Ob da noch Autos drin stehen? Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, verlassen wir das Gebäude, machen uns runter vom Grundstück. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fand es unfassbar krass hier. Mir hat es extrem gut gefallen. Ich hoffe, euch auch mal so ein Privatvilla zu sehen, inklusive privater Klinik. Boah, das ist schon heftig auf jeden Fall. Habe ich so in dem Sinne auch noch nie gesehen. Okay, ich wollte eigentlich hier das... Das Intro fällt aus, Leute. Da hinten kommen Leute. Wir wollen hier auf jeden Fall nicht gesehen werden. Also, gehen wir da raus, wo wir herkamen. Und zwar schnellen Schrittes. Wir wussten jetzt nicht, wer die Leute waren, aber es kann uns auch egal sein. Kurz kann ich euch aber noch eben zeigen, das Haus von dieser Seite. Da vorne der Kaminraum. Hier vorne befindet sich der Ententeich, wo man sogar Frösche hört. Das sieht schon hammercool aus. Also ich drehe jetzt einfach hier zu Ende auf der anderen Seite des Hauses. Bleibt frauen gesund, lebt euer Abenteuer und schreibt eure Meinung zu dieser mega krassen, spannenden Location mit dem krassen Ende in die Kommentare. Euer PJ Adventure. Ciao. Achso, schaut bei Heiko vorbei.